Hier mit Jürgen Hunke, HSV-Urgestein, Kammerspielinhaber und jetzt auch Kandidat für die Präsidentschaft für den HSV. Frohes neues Jahr erstmal. Ihnen auch. Sie haben gerade Abenteuerliches erlebt, Sie sind gerade erst gelandet und kommen aus Thailand. Was ist da passiert? Vor anderthalb Stunden bin ich gelandet. Ich war 7 Wochen auf großer Asienreise, zuletzt 4 Wochen mit der Familie in Koh Samui. Da fahre ich seit 24 Jahren hin. Es war eigentlich wie immer schön, aber dann hat uns der Taifun überrascht. Das waren 4 schlimme Tage, die schlimmsten in meinem Leben, muss ich sagen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Gott sei Dank hat er uns nicht in voller Wucht erreicht, sondern nur die Ausläufer. Aber wenn man so einen Wolkenbruch nach dem anderen und sitzt da mit Schwimmwesten im Hotelzimmer, dann denkt man natürlich auch... Schwimmwesten im Hotelzimmer? Ja, natürlich, muss man ja auch. Wenn da so die 7-8 Meter hohen Wellen kommen, das kommt ja alles überraschend. Das haben wir ja im Phuket gesehen, wo damals hunderttausende Menschen ja umgekommen sind. Und das weiß man ja auch. Und der Bauch hat natürlich dann auch ein bisschen Angst. Und wenn man dann meine kleine Tochter und meine Frau, das war nicht so einfach. Aber wir haben es dann geschafft. Und da ich ein positiver Mensch bin, habe ich immer gesagt, unsere Zeit ist noch nicht gekommen. Und dann hat auch alles. Aber man bekam keinen Rückflug, man konnte mit keinem Schiff, war alles gesperrt. Also Chaos. Chaos auf einer Insel. Ne? Ja, Mensch, toll, toll, dass das so gut ausgegangen ist. Nun sind Sie sowieso sturmerprobt, darf man sagen. Jetzt treten Sie wieder an als Präsident für den HSV. Was haben Sie sich da vorgenommen? Sie sind ja nicht der einzige Kandidat. Was wäre Ihr Programm? Also, ich habe in dem Sinne kein Programm. Es geht mir darum, ich habe mal vor 25 Jahren als Präsident im HSV, ich bin ja 3-mal wiedergewählt worden, das letzte Mal mit, glaube ich, fast 99%. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber nicht weitermachen, weil das beruflich einfach nicht mehr ging. Habe aber versprochen den Mitgliedern, wenn es irgendwann mal Not ist und sie brauchen mal jemanden, ne, in einer großen Not, dann würde ich wieder bereit sein. Und dieses Wort will ich eigentlich einhalten. Und die Versammlung soll entscheiden, ob sie meine Hilfe annehmen will oder ob sie Hilfe nicht annehmen will. Es geht um reine Sachentscheidung. Eigentlich bin ich ja in einem Alter, wo ich mich ausruhen sollte. Aber ich glaube, dass ich dem HSV helfen kann. Aber wenn Sie von Not sprechen, welche Not ist gerade? Sieht ja alles nach dem Wiederaufstieg aus. Na, die größte Not, die wir haben, ist natürlich die Insolvenzgefahr. Ist natürlich, dass wir total überschuldet sind, dass wir keine Kredite bei Banken mehr bekommen, dass man gar nicht richtig informiert ist. Ich kandidiere ja nicht für die AG, ich kandidiere ja für den EV. Und der EV ist ja Eigentümer noch des Vereins. Aber in einer Situation, wir kennen die Verträge gar nicht ganz genau, müssen wir natürlich als Eigentümer mal überlegen, was macht die AG da eigentlich? Und müssen natürlich auch genau wissen und das mal abstimmen. Und mein Einsatz ist für den EV, nicht für die AG. Das ist klar. Würden Sie denn aber den Aufsichtsratsvorsitz anstreben? Bin ich überhaupt nicht daran interessiert. Das habe ich alles in meinem Leben gemacht. Ich habe ja Herrn Hoffmann auch angeboten, dass wir, auch wenn wir immer unterschiedlicher Ansicht waren, ich habe ja leider historisch gesehen mindestens in den letzten Jahren recht bekommen, weil ich ja immer jemand war, der stark in der Opposition war, weil viele Dinge habe ich vorausgesehen, dass es so kommt. Aber jetzt müssen wir an einem Strang ziehen. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, sonst schaffen wir das auch nicht. Dieser Sport ist viel zu professionell und der braucht professionelle Strukturen und der braucht die Besten. Und die Besten in Hamburg müssen antreten. Und ich halte mich, das soll keine Überheblichkeit sein, aber für erfahren, denn ich habe ja im Trabrennsport oder bei den Handballern, ich habe ja immer mit Insolvenzen zu tun gehabt und habe ja immer geholfen dabei. Also so ernst ist die Lage. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit Herrn Kühne? Muss man das weitermachen oder ist es so ein bisschen eingefroren, auf Eis gelegt? Ich war ja der größte Gegenspieler von Herrn Kühne, aber das mehr, weil ich Traditionalist bin. Ich bin ja Idealist. Das heißt, ich habe 25 Jahre für den Verein gearbeitet, ohne dass ich eine Briefmarke genommen habe. Ich habe ja noch nie Geld dafür bekommen. Ich habe ja immer mit Leuten zu tun, die in der operativen Geschichte dafür auch bezahlt werden. Und damals war ich natürlich aus diesen traditionellen Gründen gegen Herrn Kühne. Mittlerweile glaube ich, dass man mit ihm, es kommt darauf an, wie die Entscheidung da ausfällt bei der Wahl, dass man mit ihm nochmal ein Gespräch führen muss. In der Situation, ich weiß nicht, wer das schon mal mitgemacht hat, wenn eine Insolvenz droht, wie schnell man dann handeln muss. Ne? Der Insolvenzverwalter hat alle Macht. Da geht es um das Stadion, da geht es um unsere Anteile. Der kann über alles verfügen. Und darüber muss man jetzt nachdenken, sind die Verträge richtig abgeschlossen? Das Ding ging damals ohne Diskussion und da muss man wirklich, kann ich nur alle drum bitten, wir müssen alle an einen Strang ziehen, das ist das Entscheidende. Wenn der HSV nicht aufsteigen sollte, gäbe es dann wirklich finanzielle Probleme? Ja, dann glaube ich, dass er das nicht mehr schaffen kann, ne? Weil wir wissen ja, wo sollen wir die Schulden tilgen? Also wir müssen aufsteigen, der HSV muss aufsteigen. Er muss nur aufsteigen, er braucht außerdem noch Geld, denn diese Saison wird nochmal ein großes Millionen-Minus geben. Dann haben wir ja nur große Verbindlichkeiten. Es geht ja jedem Privatmann auch so, wenn die Ausgaben nicht mehr decken,
Ja, dann müssen sie entweder jemand finden, der ihnen hilft. Die Banken helfen uns nicht mehr, die haben in Hamburg abgeschaltet. So, da müssen es andere Möglichkeiten geben. Ich glaube, dass ich die eine oder andere Möglichkeit sehe. Ja. Versprechen kann ich es nicht. Okay, wir sind gespannt. Was haben Sie persönlich sich auch nach diesem Erlebnis in Thailand für dieses Jahr vorgenommen? Also ich habe durch diesen Taifun wirklich erlebt, wie klein wir Menschen sind. Und ich habe gemerkt, die eigentliche Macht der Welt liegt bei der Natur. Wenn die Natur will, ja, dann sind wir in einem Jahr oder ein paar Monaten alle weg. Also wir sollen das Leben genießen, wir sollen in einer gewissen Harmonie zusammenarbeiten und wir sollten auch versuchen, das Beste daraus zu machen. Die Welt muss zusammenwachsen. Ne? Und wichtig ist für mich, dass Arm und Reich mehr zusammenwachsen, dass es nicht so viele Irritationen gibt und dass eine gewisse Harmonie eintritt in der Welt. Prima, herzlichen Dank. In diesem Sinne noch viel Spaß beim Neujahrsempfang. Tschüss, Herr Honke.